Okay, ich hab's rausgefunden, wo das ist. Wir sind hier. Auf dieser Insel ist das. Ich bin ja so ein Vollidiot und dachte am Anfang, das ist nicht diese Insel. Aber es ist die einzige Möglichkeit. Ach, da ist es ja. Okay, hier ist das Schloss. Also nochmal, es ist auf dieser Insel. Geht weg, ihr dürft nicht hierher kommen. Wieso nicht, junger Mann? Wieso nicht? Soll ich dir aufs Knie legen? Wenn ihr nicht zu Wort geht, sag ich das meiner Mama. Dann lege ich deine Mama aufs Knie. Fertig. Hütte halten. Oh, ihr seid gar nicht vom Imperator. Und ich dachte schon, dass er uns überfällt. Drachen? Der Drache ist hinten im Zimmer. Er schläft die meiste Zeit. Mutter sagt, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Aber es stimmt nicht, oder? Drachenritter? Wenn ich groß bin, werde ich auch ein Drachenritter, genau wie Vater. Ich hoffe, mein Sohn hat euch keine Unannehmlichkeiten bereitet. Mein Mann war seinerseits ein Drachenritter. Doch er fiel im Kampf gegen den Imperator. Außer uns hat diese Schlacht niemand überlebt. Außer uns und ein Drachen. Es ist der letzte seiner Art. Ich glaube, er versucht uns etwas mitzuteilen. Aber die Sprache der Drachen ist uns fremd. Wenn wir wenigstens den Drachzahn hätten. Im Norden gibt es eine Höhle. Es ist die Höhle der Drachen. Tief in ihr soll ja der Drachen versteckt sein. Mit dem man die Sprache der Drachen verstehen soll. Okay, das ist der Drache. Okay. Also momentan versteht keiner den Drachen. Verstehe. Ich verstehe. Phönixfeder. Erstmal alles erkunden mal. Und meine Lesekunst ist wieder so beschissen. Stargrimoire, Fluchgrimoire, Stoppgrimoire. Horn erhalten. Okay. Kein wichtiges Item, sonst hätte da irgendwie die Final Fantasy Musik kommen sollen. Weisheitsstab, Goldnadel, Augentropfen, Antidot, Kruzifix, Heiligensiegel, Hammer, Windschneide. Alles gute Waffen bestimmt, oder diese Windschneide ist bestimmt eine Waffe. Aber im Moment interessiert sie mich gar nicht, weil ich jetzt den Drachenzahn holen muss. Und ich habe jetzt alles hier geholt, was ich hier holen kann. Speichern wir mal ab, dass wir eigentlich hier angekommen sind in Düst. Stalaktit, okay. Eisstufe 5. Ach, komm. Zum Glück war ich in Mesidia jetzt und wegen der neuen Rüstung. Das hat mir jetzt einige Sachen, also hat mir jetzt ein paar Sachen erleichtert. Und ich habe da ein paar neue Monster getroffen, wie Gehirni und, was noch? Schwarzpudding. Okay, das ist die Höhle. Vita wirkt ja wahre Wunder. Okay. Oh. Ach man, wie viel... Ach, ich habe schon bald alles übertrieben. Wie ist deine Treppe noch? Okay. Wollt mich doch alle natzen. Okay, ich gehe erstmal hier runter. Revenant. In 1 sahen die anders aus. Was zur Hölle? Ich wollte mich doch alle verarschen, Mann. Wie schauen die machen, diese Viecher? Galayla ist tot, ist mir auch egal, was mit der Schlampe ist. Echt jetzt? Ich belieb sie wieder mal, weil man kann immer eine Hure gebrauchen, wenn man knapp bei Kasse ist und keine richtige leisten kann.
Okay, und Äther halten. Feuergeist, okay. Stufe 5, okay. Angriff, 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 Angriff. Ich muss jetzt was trinken, sonst muss ich husten. Danke, Mann. Yay. Hilgigas. Oh nein, ich mag den Typen jetzt schon nicht. Aber da müsste ich eigentlich schnell sterben. Aber eigentlich nur. Aber er ist tot. Ogerhäuptling. Lasst mich auch mal angreifen. Oh, ich hasse es, wenn die Gegner angreifen die ganze Zeit. So, Tier zu. Einfach Feuer, Angriff, Angriff, Angriff. Ich glaube, ich muss die Höhle nochmal untersuchen. Wegen ganzen Schätzen, die ich auch finden will. Ich muss auch langsam pipi. Ah, das war eine Nebeninformation, die keiner wissen wollte, bestimmt. Wenn doch, ein gefällt mir. Oh, komm. Angriff, 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 Angriff. Ich weiß, das ist einfach stumpfes Angreifen, aber was erwartet ihr von einem Jungen, der Abitur macht? Und Angriff. Das ist schon merkwürdig genug, dass ich sowas hier mache, aber das ist etwas anderes. Ach, wäre ich nicht gleich hingegangen. Okay. Sag jetzt nicht, ich habe den richtigen Weg genommen. Kann sein, dass ich den richtigen Weg genommen habe. Maria ist wieder abgekratzt. Was erwartet ihr denn von einer Hure? Ich glaube, ich sollte mal aufhören, sie ganz als Hure zu bezeichnen. Ich glaube, da mache ich mir keine Fans. Na doch. Den Kampf müsstet ihr echt nicht sehen. Und ich habe ein Diamantschild von Adamantalmai hier raus bekommen. Heiligensegel. Flammenbogen. Sag jetzt nicht, das war alles. Ey, das ist nicht deren Ernst. Oder? Okay. Okay, es geht weiter. Ich habe eine Hütte benutzt und ja. Was soll ich jetzt machen? Oh, ich muss pipi. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, nachdem ich pipi gemacht habe, geht es mal weiter. Die Rüstung eines verstorbenen Drachenritters. Neben der Rüstung glänzt etwas. Es ist ein Drachenzahn. Drachenzahn erhalten. Ich habe was gemacht, weil... Also momentan kann ich nichts mehr machen. Also, wir hätten erst den östlichen Gehweg, also den Weg, den ich jetzt gerade genommen habe, nehmen sollen. Ach warte, wir sehen uns beim Drachen. Okay, es geht weiter. Hier ist der Drache. Jetzt wirst du uns verstehen. Drache, wir sind gekommen, um die Drachenritter und deine Artgenossen zu rächen. Wirklich? Das Gift in meinem Körper hat meinen Leib schon fast völlig zerfressen. Ich werde nicht mehr lange leben. Hört mich an, nehmt dieses Ei und versenkt es in der Quelle des Lebens. Ihr findet die Quelle in einer Höhle nördlich von hier. Der Drache, der aus diesem Drachenei schlüpfen wird, wird der letzte Drache sein. In ihm steckt die Hoffnung des gesamten Drachenvolkes. Ohne die Quelle wird es austrocknen und sterben. Okay. Drachenei bekommen. Yeah. Okay, wir sehen uns in der Höhle wieder.
Okay, es geht weiter. Ihr wisst ja, ich habe den westlichen Weg genommen. Da habe ich ja diese Ritterrüstung und alles geholt. Östlich habe ich jetzt genommen. Jetzt gibt es noch den südlichen Weg. Das ist der hier. Okay. Okay, da haben wir auch erledigt. Mithrilhelm. Mithrilrüstung. Okay, ich hoffe, ihr hört nicht die Musik da draußen. Okay, haben wir jetzt auch. Heiliggeist oder Heiliggeist. Heilt es uns gerade? Wirklich, das heilt uns. Dankeschön, Heilgeist. Egal, wir müssen dich trotzdem töten. Oh, und es gibt wieder mal zwei Wege, die ich nehmen kann. Ich hasse es jetzt schon wieder, so viel zu gehen. Okay, haben wir dann auch erledigt. Und welchen Weg soll ich nehmen? Ich nehme einfach den westlichen. Okay, haben wir auch erledigt. Ich hoffe, das war nicht der richtige Weg. Ich habe eine Idee. Ich stelle die Schlampe mal nach hinten, damit sie nicht sofort stirbt. Mithril Shield. Okay. Jetzt schon nicht den Dungeon. Ist einfach zu groß. Okay, haben wir auch erledigt. Okay, ich gehe mal zurück und hol mir die Truhe. Oh, es waren einfach zu viele Zufallskämpfe. Also, um diese Truhe zu kommen, dürft ihr nicht über die Brücke gehen. Also, wenn ihr über die Brücke geht, fällt ihr einfach runter und landet irgendwo anders wieder. Und müsst ihr den ganzen Weg wieder zurück, habe ich selbst erlebt. Puh. Dafür, aber um die Truhe zu kommen, ihr wisst ja, in der vorigen Ebene gab es auch noch einen Weg nach Süden. Ihr nehmt diesen Weg und kommt dann zu den Kisten. Also, ja, die Leute, die das jetzt gesehen haben, wissen das bestimmt schon. Also, ihr nehmt den Weg nach unten, nehmt die Treppe und dann kommt ihr zu den Kisten. Da gibt es Mithril-Handschuhe und Mithril-Spiegel. Und Revenant sind große Hurensöhne. Säureflasche halten. Oh, ich hasse diese verdammten Zombies, diese Revenants. Obwohl ich ein hohes Level bin, ficken die mich immer noch. Verdammten Schweine. Okay. Die... Mann. Die dritte Tür von links. Also die hier. Sollte die dritte Tür von links nehmen. Ah, hier ist der Boss. Ein Diamantschild bekommen. Ach, du musst uns mal alle kurz heilen. Speichern wir mal ab. Und reden mal. Chimera, will Ei. Oh, es ist immer zufallsbedingt, wie viele Monster das sind. Es kann auch 6 Stück sein. Zum Glück habe ich mal 2 bekommen nur als Gegner. Leider einfach aufhören zu existieren. Deine Existenz hat keine Berechtigung. Die erste Chimäre haben wir besiegt. Die zweite kommt gleich noch hinterher und dann haben wir das auch erledigt. Ja, komm. Komm, erledige mal. Dankeschön, Guy. Also, es ist zufallsbedingt. Es kann auch 6 Chimäres als Gegner kommen. Da habt ihr echt die Arschkarte. Aber bei mir sind zum Glück nur 2 gekommen. Das Wasser der Quelle schimmert im schummrigen Licht. Wo ist das Ei? Ei? Säureflasche. Hä? Warte mal. Items. Ordnen. Hab ich jetzt. Ich habe immer wieder diese Probleme, dieses verpassende Item zu finden. Ich bin echt doch... Drachenei, hier. Werf es rein. Das Drachenei wurde behutsam in das Wasser getan. Er
ertränkt oder so, das Ei liegt versunken in sicheren Tiefe der Quelle. Bahn. Wieso kannst du mich nicht gleich raus teleportieren, Mann? Zum Glück habe ich den Zauber Bann. Das ist sehr gut für mich. Okay, wir sehen uns beim Drachen. Es geht weiter. Auch der letzte Drache ist von uns gegangen. Aber dank des Ei, das ihr der Quelle des Lebens anvertraut habt, gibt es noch Hoffnung. Irgendwann wird er sicher seine großen Schwingen ausbreiten, um den Rebellen zur Hilfe ein. Ich möchte mich anstelle der Drachen bei euch bedanken. Dankeschön. Oh. Der Drache ist gestorben. Oh. Okay, wir sehen uns das nächste Mal.